So, wir gehen heute in Sinesa. Das war jetzt sehr unspektakulär. Und ich erstmal kurz, ich hab Hunger. Mein ganzes Inventar ist full. Oh, shit. Du weißt, dass dir Wasser da drin nichts bringen wird. Ja, ich hab einmal, aber trotzdem irgendwie dabei. Schaufeln haben wir jetzt. Hab ich jetzt nur meine. Ich hab gar keine. Scheiß drauf. Ich platziere mal irgendwo ein paar Kisten, ne? Ja, warte, ich mache hier mal ein bisschen Boden hin. Ja, oder so. So, und schon habe ich wieder ein bisschen Platz. Da. Ich mach mal zwei Öfen. Machst du zwei Öfen. Brauchst du noch einen Eimer für Lava, ja? Ich hab nämlich noch einen Eimer dabei. Ich hab zwei Eimer. Und ich suche jetzt gerade mal den. Ich brauche aber eine. Nimmst du dritten? Ich guck mal gerade, wo jetzt statistisch am besten ist, um zu Lava zu gehen. Statistisch? Ja, wo es am schlauesten ist. Ich glaub hier so. Wollen wir uns hier mal so noch. Aber vorher könnte ich eventuell so hier mal so. Hüpf. Ah ja, genau. Mal hier. Cobblestone rein tun. Und den anderen Stoff. Was macht man mit so viel Soul Sand? Eine riesige Netherwarzenfarm der OP-Haftigkeit bauen. Aber die muss man alle wieder nachpflanzen. Das da. So. Dann sind alle ganz hungrig. Bei denen krummelt die ganze Zeit der Magen. Tja. Wo sollen die aber zu essen herkriegen, Junge? Die tun einem ja schon leid, die armen Säue. Hä? Du bist ja so still. Ich? Weiß nicht. Aus Überzeugung rede ich jetzt einfach mal nichts mehr. Ich dachte, du hast ja Spaß daran, den Alleinunterhalter zu spielen. Dann kannst du ja mal so ein bisschen, ne? Wow. Die latschen einem immer vor die Pickaxe. Die wollen geschlagen werden. Den hat drauf. Versaute Schweine halt. Ja. Versaut. Oh nö, jetzt ist die Pickaxe schon kaputt. War das eine von den Pickaxes oder war es eine andere Pickaxe? War da Eisenpickaxe. Die eine von denen? Mitgenommen. Ja, war eine von denen. Okay. Du hast nicht zufällig Holz dabei. Ich hab zufälligerweise das dabei. Ja, das ist natürlich auch praktisch. Weil im Nether kann man auch Netherrack mit einer Steinpickaxe abbauen. Du kannst es kann per Hand abbauen. Bisschen mit der Steinpickaxe rumgurken. Ja, das dauert dann aber doch ein bisschen zu lang. Nee. Kommst du jetzt endlich mal in die Lava ran oder soll ich helfen? Oh nö. Und noch mal runter hier. Ja. Da hinten ist ein riesiger Magma-Blob. Wie geht's ab? Bestimmt, du Mensch. Yeah, Kalkulation. Oh, hallo.
Schlürps. Schlüps, Schlüps, Schlürps. Schlüps. Lal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 
Return to Sender. Hatte ich leider schon. Das Diorite abgekrabbelt. Wer hat denn sein Haus aus Diorite gebaut? What the fuck? Oh nö! Was denn jetzt? Du erinnerst dich an die Falle, die wir unten... Ich bin nicht reingefallen. Aber ich hab eine Torch weggeschlagen und die sind auf die Pressure Plate gefallen. Nö! Alter, ich hab mich so schlecht. Ja? Wir haben's leider nicht gezeigt, ne? Nö. Nächstes Mal, wenn das wieder dabei ist, müsste ich das machen, dass wir alle Fallen mal, die wir gebaut haben, zeigen. Ja. So, ich hab jetzt, glaube ich, 2 Stacks Quarz gefarmt und bin nur 19 Level aufgestiegen. Nein. Ja, ich komme wieder nach oben, krass. Wow. Nach oben geguckt. Ich habe keine Munition mehr. Und bin umzingelt von einem Ghast. Umzingelt? Nein. Nein! Alter, jetzt bin ich die ganze Leiter nach oben geklettert, nur um sie nochmal runterzufallen. Ja, also diese Leiter. Irgendwann, wenn wir mal reich und wohl haben, dann bauen wir hier einen Slimeblock-Elevator hin. Und der geht dann zackig. Ziemlich zügig. So, ich kann momentan mich nicht gegen so einen ollen Gast wehren. Kann nicht. Ich komme. Ja, das ist gut. Ich geh nochmal auf ins Portal. Das ist bestimmt noch irgendwo Quarz. Oha. Quarz. Entferne mich mal vom. Niu. Übrigens, pass auf, wenn du aus dem Portal rauskommst. Der ist irgendwo direkt da oben. Ich hab ihn weggesammelt. Gut. Ich komm da gleich hoch, ich farm grad noch 5 Level zusammen. Ich glaube, das wird ein bisschen schwer. Da ist denn noch einer? Ja, ich hab schon einen getötet. Das ist die Respawn, das ist wie eine Hydra. Wenn du der irgendwie den Kopf abschlägst, wachsen 2 nach. Tötest du einen, wächst einer nach. Ist ja nicht so schlimm. Können die Glas kaputt schießen? Hab ich noch nie ausprobiert. Was nehmen wir als Decke? Das ist mir relativ egal. Hauptsache es deckt. Wir können ja auch den Netherrack, den wir abbauen, zu EP-Stein verarbeiten. EP-Stein, EP-Stein, alles muss versteckt sein. Ja, der alte Witz aus der Season 2. Ich meine, habe ich ja nur ein kleines Versteck gebaut hinter so einem Bild und habe mir dann so einen riesen Ofenraum gebaut. Den hatte ich mir gebaut. Hab ich den da vererbt. Ah ja, stimmt. Mit der Minecart-Strecke unter dem Sand. Mhm. Alter, wo wir diesen Flustern und so ihren ganzen Flustern noch umbauen mussten. Junge, gehst du von Winke? Der Zombie-Pigman heutzutage. Es ist ein kleiner dezenter Unterschied zwischen dem hier und dem anderen. Packen wir ihn da rein. So, was haben wir denn hier in den Öfen? Schmoren. Stone oder Stone Bricks? Also, ich habe jetzt für die Treppen Stone Brick benutzt. Brauchst du da noch?
Ich glaube, für die Hittreppe reicht's. Okay, ansonsten ich hab noch einen Stack Stone. Ja. Hat gereicht. Ja, ich denke mal, die kannst du zu Stonebrick machen. Wie machen wir das jetzt hier? So, Junge, am Arsch, ich mache jetzt eine ganze Ofenwand. Was ist das für eine Ofenwand? Das ist... Ich hätte gerne den dritten Eimer. Nö. Den hab ich schon weggeschmissen. Kannst schon mal überall Cobblestone reintun. Beziehungsweise Stone. Das weiß ich nicht, ob ich das kann. Wie du lustig bist. Hallo. Oh, ich hab mal einen Pfeil. Kiste, oh, öffne dich. Okay. Ich hab. Richtig fieses Internet, das tut mir leid. Connection lost, disconnected. Okay, aber ich weiß noch was. Ist nicht schlimm, ich beende jetzt einfach mal die Aufnahme. Ja. Und dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.